Liebe Kinder, ihr habt die Übung sehr gut gemacht. Nun schauen wir in den Süden von Deutschland, in die Berge. Oh, das ist ein sehr hoher Berg. Ja, das ist der höchste Berg in Deutschland, die Zugspitze. Die Zugspitze ist 2962 Meter hoch. Das ist wirklich sehr hoch. Dorthin möchte ich auch mal wandern, weil ich die Berge sehr mag. Oh, lieber Froh, auf die Zugspitze wandern, das ist sehr gefährlich. Gefährlich? Ja, gefährlich, denn das Risiko ist sehr groß. Es kann etwas passieren. Aber du kannst trotzdem auf diesen Berg, denn man kann mit der Seilbahn nach oben fahren. Und dort oben kannst du dann wandern. Das ist ja fantastisch. Mit dieser Seilbahn möchte ich einmal fahren, denn ich mag Seilbahnen. Richtig, weil du Seilbahnen magst, lieber Froh. Frau Sonne, ich habe eine Frage. Wann sagt man denn und wann sagt man weil? Also Froh, pass auf. Beide Wörter bedeuten dasselbe. Aber der Satzbau, die Wortfolge im Satz, ist verschieden. Nach weil steht das Verb am Ende. Du gehst gerne wandern, weil du die Natur liebst. Nach denn steht das Verb auf Position 2. Du gehst gerne wandern, denn du liebst die Natur. Alles klar, ich verstehe. Man muss in Sätzen mit weil und denn auf das Verb achten. Genau, lieber Froh. Lass uns das üben. Ich zeige dir noch zwei andere schöne Orte mit Bergen in Deutschland und du bildest Sätze mit weil und denn. Ja, los geht's! Ich möchte gerne den Schwarzwald besuchen, denn dort war ich noch nie. Ich möchte gerne mal in den Schwarzwald, weil ich noch nie dort war. Klasse, lieber Froh. Oh, das ist aber schön. Ich will in den Nationalpark Sächsische Schweiz reisen, denn er gefällt mir sehr. Und ich will in diesen Nationalpark reisen, weil er mir sehr gefällt. Liebe Frau Sonne, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Das glaube ich auch, lieber Froh. Und ihr, liebe Kinder, habt ihr es auch verstanden? Macht eine Übung dazu. Ihr arbeitet so fleißig, liebe Kinder. Das freut mich sehr. Lieber Froh, jetzt sind wir in unserer Stunde viel gereist. Lass uns eine Pause machen. Hier ist ein schöner Platz. Ja, hier hat man eine tolle Aussicht. Weißt du, Froh, das Schönste beim Wandern ist die Natur. Aber fast genauso schön ist das Picknick. Picknick! Ich liebe es! Machen wir heute auch ein Picknick? Ja, wir nehmen Essen und Getränke mit,
denn Wandern macht hungrig. Oh, Essen und Trinken möchte ich immer zum Wandern mitnehmen, weil ich immer hungrig bin. Im Wanderrucksack hat man eine Thermoskanne mit Wasser oder Tee, einen Becher, eine Brotdose mit Brot oder Brötchen, vielleicht auch ein gekochtes Ei oder ein Würstchen und etwas Obst. Und für viel Energie auch einen Müsliriegel. So eine Picknickpause gefällt mir sehr gut, liebe Frau Sonne. Aber in der Natur gibt es gar keinen Mülleimer. Was mache ich mit dem Müll? Wir lassen den Müll nicht in der Natur, lieber Froh. Das ist ganz wichtig. Deinen Müll nimmst du im Rucksack wieder mit nach Hause. Natürlich. Ich lasse keinen Müll in der Natur. Ganz genau. Denn so bleibt dieser Picknickplatz sauber für alle Menschen. Und auch für die Tiere. Absolut richtig, Froh. Liebe Kinder, habt ihr auch schon mal ein Picknick gemacht? Sicher habt ihr euren Müll auch wieder mitgenommen. Sehr gut, ihr seid super. Hier kommt die nächste Übung. Liebe Kinder, ihr seid klasse. Lieber Froh, ich wünsche dir eine wunderschöne Wanderung. Danke, liebe Frau Sonne. Ich bin schon gespannt auf die Natur im Nationalpark Eifel. Die Natur in Deutschland ist so vielfältig. Es gibt Seen und Meere, Berge und Wälder. Auf meinem Planeten gibt es fast nur Vulkane. Wow! Aber weißt du, im Nationalpark Eifel gibt es auch Vulkane. Echt? Aber die Natur sieht ganz anders aus als bei uns. Ja, lieber Froh. Die Vulkane sind nicht mehr aktiv. Denn sie sind schon sehr alt. Ja, und man kann nicht immer den Vulkan sehen, weil es dort jetzt einen See und Wälder gibt. Das stimmt. Es ist sehr schön dort. Viel Spaß. Danke, Frau Sonne. Auf Wiedersehen. Tschüss, Froh. Tschüss, liebe Kinder.